Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo zu Star Trek Timelines. Auch diese Woche wieder das Sensationsformat, wie jede Woche. Diesmal aber ein bisschen kürzer, denn ich bin mega im Arsch, wie ihr vielleicht hört. Ich habe eine Erkältung aufgerissen und klinge so richtig scheiße. ja, möchte ich aber trotzdem mal ganz kurz mitnehmen, was es so für Neuerungen gab. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit dem Event an, die vulkanische Antwort. Wir haben als Belohnungen den 500. Charakter im Spiel, also Gratulation an Timelines zu 500, mit Susmana Sarek, Vulkanier, Diplomat, verzweifelt, brutal, kulturelle Persönlichkeit, Kommunikator, Föderation und Telepath. Er ist ein Sicherheitsdude. Dann haben wir die 1000. Burnham, Prospect Michael Burnham, Föderation, Zivilist, Astrophysiker, Xenoanthropologe und Mensch mit Wissenschaft. Was die alle für Wissenschaftswerte haben bei Discovery, überrascht mich echt. Dann haben wir Ambassador Shras, sieht aus wie, keine Ahnung, habe ich auf jeden Fall gleich weggehauen. Andorianer, Kommunikator, Föderation, Diplomat, Zivilist und Botschafter. Und dann noch eine neue 2-Sterne-Burnham. Das ist ja auch was ganz was Neues, was Tolles. Mal wieder Burnham, hui. Föderation, Sternflotte, Xenoanthropologie, Forscher und Mensch. Die habe ich auch schon gut hochgelevelt. Geht einfach immer so geil bei den 2-Sterne-Leuten. Die werde ich euch auch gleich zeigen. Und die Kornuhr gibt es auch wieder zum Sammeln. Habe ich auch schon abgestaubt. Damit habe ich die jetzt auch auf 3 von 5 Sternen. Schauen wir uns vorher noch das Zeitportal an. Wir haben hier den Sarek gerade aktuell für 50 Euro. Alles Gute zum Geburtstag. Wer auch immer Geburtstag hat. Ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ob LaForge sein Schauspieler Geburtstag hat. Naja. Ja, auf jeden Fall LaForge-Charaktere. Du bist meine Nummer 1. Ist ein Valentinstagspaket mit lauter Rikers. Und das war's. Was haben wir in den Mails drinnen? Da, die habe ich brav liegen gelassen, die Chronitonen, noch nicht abgeholt und eingesetzt. Es gab einen Ausfall am 12.02. Dafür gab es Chronitonen. Ist immer ganz nett, wenn sowas dann dabei ist. Es gab ein großes Datenbank-Update. War nur die Info, es könnte zu Unterbrechungen kommen. Und dementsprechend, glaube ich, kamen dann auch die Chronitonen später. Lebe lang und in Frieden, na vielen Dank auch. Änderungen an den Ereignissen, das ist wieder mal same procedure as every time. Mit heroischen Transmissionen, okay, die brauche ich eigentlich sehr selten. Dann, keine verlässliche Herausforderung. Es ist soweit, eure letzte Chance an Herausforderung Baki Bagalnin zu gewinnen. Am 27. kehrt sie an den Tresen zurück, um Platz zu machen für einen alten Mann mit Benjo. Okay, alter Mann mit Benjo sagt mir gerade nichts. Ob die damit vielleicht den Wurf meinen? Gucken wir mal. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht ist es ein Insider, den ich nicht checke. Und das 500. Mitglied der Crew. Hallo Captains, diese Woche feiert Star Trek Timelines die Veröffentlichung unseres 500. Crew-Mitglied. Diese Woche 5 gratis Crewplätze, genau. Und jetzt gibt es eben den Susmana Sarek. Sehr nice. Holen wir uns den noch gleich mal ab. Und schauen wir uns den an. Den Susmana Sarek, da ist er. Den können wir auch gleich mal auf Level, was weiß ich, 5 leveln.
sind mal die ersten vier Gegenstände, die wir dann freischalten können. Ein Sicherheitscode und dann noch eine Robe. Dann ist er nicht ganz so nackter Sarek. Ja, wir kommen gleich ohne Umschweife zum Unsterblichmachen der Crew. Ganz so viele sind diesmal nicht dabei wie beim letzten Mal. Habe auch gesehen, in Discord zum Beispiel ist fleißig geteilt worden, dass Dano gerade schön dabei auch die Leute unsterblich zu machen. Ich glaube, den habe ich ein bisschen angefixt mit dem Screenshot, den ich reingepostet habe, mit 125 Charakteren mittlerweile, die unsterblich sind. Also das war das letzte Achievement. 128 sind es jetzt und ein paar werden gleich noch dazukommen. Also immer wieder schön, wenn man dann auch sieht, wie es bei den anderen vorangeht und die ihre Fortschritte so im Discord teilen. Finde ich immer wieder ganz witzig, dann auch zu sehen, was die für Werte haben, die einzelnen Charaktere. Manche habe ich ja noch nicht hochgelevelt. Finde ich nicht so interessant oder sympathisch und so weiter. Und da ist es dann ganz cool zu sehen, wie die denn bei anderen Leuten so abgehen und ob es sich doch lohnen wird. Den Tyler zum Beispiel, den ich weggehauen habe, den hat meine Schwester hochgelevelt und die ist von dem begeistert und sagt, er ist super, was die Reisen angeht. Ja, naja. Also wenn ich den wieder mal bekomme, werde ich ihn wahrscheinlich dann auch behalten und hochziehen. Aber er war mir einfach unsympathisch. Ich mag diesen Teil einfach nicht. Na, kann man nicht helfen. Und wie gesagt, auch dieses neue Andoriana, den habe ich gleich weggeballert. Der sieht einfach sehr, sehr strange aus. Pille McCoy in Gefangenschaft. Den habe ich auch oft weggeworfen. Aber jetzt im Zuge meiner 3-Sterne-Offensive habe ich auch für den mal ein Herz gefasst, durchgelevelt und würde auch gleich mal sagen, viel Spaß in der Frostkammer. Der hat eh schon so einen passenden Wintermantel an, dem wird gar nicht allzu kalt sein da. Also, tschüss McCoy. Captain Cassidy Yates ist die nächste. Charakter 130, den ich unsterblich mache. Da brauchen wir noch 4. 5 ist wurscht. Man gibt eh nicht mehr aus, als man braucht. Das ist ja das Praktische, was wir gelernt haben beim letzten Mal. Cassidy Yates. Da werde ich einfach mal schauen, ob ich die brauche für die Herausforderungen. Ansonsten werde ich die auch gleich einfrieren. Ich glaube, mit 459 Befehl kann ich die wieder einfrieren. Constable Odo. Der 3 Sterne Odo, auch der hat es recht schnell geschafft auf 99 zu kommen und der wird jetzt noch gefinished. Zack. Auch da werde ich wieder die Kadettenmission abwarten und dann schauen, ob er irgendwie auf gute Werte kommt, die sich lohnen, den zu behalten. Bert Paul habe ich alle Items drinnen, sie ist auf 99, aber sie hat noch nicht alle Sterne. Das heißt, sollte ich die zum dritten Mal dann kriegen, dann werde ich die auch einfrieren. Bei Call of Famer noch Items. Den Schran, der beim letzten Mal dabei war, also der beim letzten Mal neu war bei einem Mega-Event, den habe ich ein bisschen vorangebracht. Genauso wie den Spock. Und den Scotty. Und die anderen tümpeln hier noch auf Stufe 2 herum. Ja, und die Burnham, wie angesprochen, die 2-Sterne-Frau, 363 Wissenschaft, müssen wir mal schauen. Es gibt ja schon eine Burnham, die auch sehr gute Wissenschaftswerte hat. Ich glaube, da stinkt die ein bisschen ab, die jetzige. Aber schauen wir uns das gleich an. Jedenfalls jetzt auch mal unsterblich. Burn, was die alles für Wissenschaftswerte haben. So wie die rumballert, sollte die eigentlich hauptsächlich Phaser-Werte haben. Wie die alle umnietet in der Serie. Da hat ja keiner eine Chance gegen sie.
3,91. Dann sind die 3,66. Naja, nicht ganz so geil. Bisschen mehr Endwertmöglichkeit, aber im Endeffekt, glaube ich, werde ich die wegballern. Werde aber auch noch da auf die Kadettenmissionen warten und schauen, ob vielleicht sie sogar die zweitbeste ist. Und da würde ich beide behalten, weil ich behalte für die Kadetten immer die besten beiden im Moment. Ja, das ist so meine Crew. 191 im Moment, also geht mit der Crew-Kapazität ganz gut. Noch. Aber das nächste Pack-Opening ist schon geplant. Ich kann es euch schon mal zeigen. Da ist schon wieder ein bisschen was, was ich dann aufmachen kann. Und dementsprechend wird mir das wieder den Crewplatz verhageln. Aber ja, soll so sein. Gucken wir uns mal die Stasis-Kammer an. Wir haben 132 von 500 unsterblich. Wie beim letzten Mal schon bemängelt, leider sieht man nicht, wie viel in Summe schon eingefroren sind. Das wäre auch noch ganz interessant. Draußen hat es gerade einen lauten Knall gemacht. Keine Ahnung, was das war. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Und ja, ich glaube, das war's. Dürfte alles sein. Und wie gesagt, da ich verkühlt bin, diesmal nur ein bisschen kürzer. Schauen wir noch ganz kurz in die Flotte rein. Im Moment 43 Mitglieder. Und wir haben einen neuen dabei. Der hat auch gleich mal ein Squad aufgemacht. Holidays on Risa, Chuck Pakowski. Und der ist gleich dasselbe Level wie ich. Also, ich glaube, ist damit der höchste mit mir eben in der Flotte vom Level her. Auch schon ganz anständige Charaktere. Scheint das auch schon eine Zeit lang zu spielen oder intensiv zu spielen. Auf jeden Fall, ja, willkommen. Solltest du das hören, dann auch willkommen in der Flotte. Sternenbasis haben wir auf Stufe 36. Wir haben den Replikator endlich fertig bekommen. Dauert aber noch ein bisschen, bis er dann endgültig gebaut ist. Auf jeden Fall sehr schön. Wir können den Replikator dann einmal mehr nutzen. Kosten Replikator-Credits, auch das ist auf einem guten Weg und könnte bald fertig werden. Kann auch noch ein bisschen was einspenden. Ja, das sind die anderen Räume, die im Moment da hinten stehen, die ich nicht recommende, weil bei vielen Feen hat einfach dieselben Sachen. Es sind Tritanium hier meistens und die Holo-Emitter. Eigentlich überall. Entschuldigung. Und da haben wir dann auch schon Tritanium und Holo in Mitte. Also da ist alles schon vertreten bei den Sachen, die gerade empfohlen sind. Dann geht es auch mit denen mal voran. Ja, das war's. Kurzes Update dieses Mal. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. Könnt mir gerne den Fortschritt reinposten. Discord oder unter die Kommentare etc. Ja, und dann würde ich euch sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal dann hoffentlich wieder in alter Frische. Bis dann, ciao.